Ja, meine lieben Reisverkäufer und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars, Leute. Oh mein Gott, ich muss ehrlich sagen, das ist ein Skin, wo mir echt sehr, sehr gefällt. Und zwar gibt es zwei neue Skins, Rubinprinz Sprout und Smaragdprinz Sprout, Leute. Wir werden uns auf jeden Fall beide gönnen und direkt noch anschauen, ja, wie die aussehen. In-game, ich habe mir das noch nicht angeschaut, Leute. Ihr wisst ja, ich bin ja nicht mehr im Programm. Das heißt, ich kann das nicht mehr vorher testen. Leute, ganz wichtig, ne? Solange ich keinen Creator Code habe, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr so lange Creator Code Pookie einträgt. Kostet euch nichts. Und ja, Support ist kein Mord. Und dann würde ich sagen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich bin mal gespannt, ob man einen Pin kostenlos kriegt dazu. Weil, bei dem Boxer-Skin hat. Oh, okay. Dann kaufe ich mir beide. Für 79 Gems geht auf jeden Fall fit. Ich bin auch mal mega gespannt, wie die Skins in-game aussehen. Und neue Pins. Oh, das ist geil, Leute. Also das, sowas fühle ich. Sowas fühle ich. So, dann wählen wir jetzt mal Sprout aus. Sprout. Oh, also ich muss sagen, ich glaube, der rote sieht geiler aus, meiner Meinung nach. Wir gucken uns den mal an. Ah, grün. Grün ist eine nice Farbe, aber ich glaube, der rote sieht besser aus. Leute, wir werden auf jeden Fall jetzt mal ein Spiel spielen und schauen, wie der aussieht in-game. Let's go. So, Leute, wir schauen uns jetzt den Skin mal an. Ich bin mega gespannt. Übrigens, falls ihr wundert, ich bin gerade in einem Custom Game. Nicht Custom Game, sondern in einem Community Map. Ich wollte mal nur den Skin testen. Oh, oh, lol, der Skin sieht mega geil aus. Ich schmeiß ein Schwert. Ist das Martin? Ist das dieser Martin? Ist das Martin? Martin? Hä? Mit dem Clash Games immer pusht? Hä? Cool. Oh, ich muss sagen, ich mag diesen Skin. Der Skin sieht nice aus. Ich habe falsche Star Power, sehe ich gerade. Nur was tryern die denn alle so rein? Oh. Oh. Easy. Oh. Die Wand sieht auch anders aus, ne, Leute? Ich muss echt sagen, ich fühle diesen Skin. Ich muss sagen, ich fühle den Skin. Ich bin mal gespannt, ob der andere, wie der andere aussieht oder ob das die gleichen Animationen sind. Junge, ich carry das, Leute. Ich carry das. Falls ihr euch wundert, warum ich gerade kein normales Ladder spiele, ich habe gerade keine Leute on. Beziehungsweise ich muss. Okay, Bull. Ich muss sagen, overall, momentan gibt es nicht sehr viele Leute, die so aktiv mehr pushen. Ich muss mal bald meine Freundschaftsliste ein bisschen auffüllen. Junge, Junge, let's go. GG's. Ja, doch, ich fühle den Skin. Ich fühle den Skin. Easy Game. Bam, let's go. Junge, clean, dieser Sprout. GG's, wir werden jetzt noch den anderen Skin testen, Leute. Ich bin mal mega, mega gespannt. Ich glaube, wir spielen eine Runde Power League, Leute, mit dem anderen Skin. Wir spielen eine Runde Power League. So, Leute. Ja, ich bin der heiße Pick. Hoffentlich. Oh, lol, mein Teammate. Level 1 Byron, Level 1 Squeak, Level 1 Griff. Okay. Okay. Das wird sehr interesting Game, Leute. Wow. Jo, es ist so lost einfach. Aber Leute, ja, ich weiß, Community Map ist auch sinnlos, deswegen spielen wir einfach mal eine Runde Power League. Dann habt ihr auch schöne Games. Ja, vielleicht kann ich die ja carryen. So, mal gucken, was die so picken. Also, ich weiß nicht, dass man. Hä? Hä, diese Picks, Leute, ne? Ich pick Brock. Also, Brock ist gut. Bo. Ich hoffe, der pickt nicht Sprout. Ich will unbedingt Sprout spielen jetzt. Nani.
Okay. Let's go, let's go. Mortis. Oh, nee. Okay, ich hätte sonst Piper gespielt, ne? Aber Piper wäre auch nicht gut. Also gegen Mortis jetzt. Außer ich hätte Gadget geswappt. Ah, okay. Wir machen das schon. Wie gesagt, Leute, lasst einen fetten Daumen nach oben da, falls ihr noch nicht abonniert habt. Gerne ein Abo. Ich habe auch jetzt Pins gewechselt. Ihr seht hier Pins. Leider nicht animiert. Okay, das ist einfach ein normales Schwert, ne? Also, wie halt der andere Skin auch. Keine andere Animation. Ah, schade. Mein anderer Teammate. Okay, ich habe gerade gedacht, er stirbt. Ist auf jeden Fall winnable. Oh. Oh! Okay, ist mein Bad auch. Aber ich feiere die Mauer, muss ich ehrlich gestehen. Let's go. Wir müssen Mortis. Ah, Mortis Pick war echt gut gegen uns. Beziehungsweise Nani und Brock können viel machen gegen Mortis eigentlich, ne? Nice. Oh, ich hätte ihn getötet sogar. Nein, mein Brock hat suicided. Der Bo-Pick ist, glaube ich, nicht gut von den Gegnern. Oh, nee. Oh. Okay, ich bin zweimal gestorben in dem Spiel. Oh. Einmal war unnötig. Gucken. Oh, nee. Oh, nee. Oh. Okay. Okay. Hab ihn. Oh, er hat ihn. Ich würde gerne die Kills haben, weil ich immer. Ich spiele dann übelst defensiv nachher, ne, sobald ich einen Kills habe. Aber ich habe leider nie Sterne auf dem Kopf. Hab ihn getroffen. Ah, er überlebt. Aber das ist so stark gegen uns. Oh, und ich inter auch nochmal. Ich muss halt aggressiv spielen, weil wir halt übelst weit hinten liegen, ne? Das bringt nichts, wenn ich defensiv spiele. Komm mal. Nice. Aber nein, die konnte ich nur one-shotten, weil ich die getroffen habe, ne? Ja, ist leider GG's. Oder? Komm mal. Oh oh, hilf mir! Hilf mir! Oh. Na. Naja, gut, Leute, ich wollte eh nur den Skin sehen, aber es ist schade, dass ich das jetzt 2 zu 0 verliere. Oh mein Gott. Der Mordes Pick. Das stört echt, ne? Ich muss ehrlich sagen, eigentlich hätten wir das gewinnen können, wenn sie jetzt nicht Mortis gepickt hätten. Aber Mortis macht halt echt sehr viel Damage. Gut, Leute. Ja, das würde ich sagen, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, ihr wisst Bescheid, lasst einen Daumen nach oben da. Ich habe nicht viel verloren. Ich guck mal, wir vergleichen mal im Team. Ich habe hier vorhin Sprout gespielt. Achso, genau, das habt ihr gesehen. So, wir gucken uns mal nochmal die Teammates an, Leute. 5.900. 25.000. Okay.
26.000, 43.000, 39. Ja, ist einigermaßen eigentlich schon ausgeglichen. Meine hatten jetzt ein bisschen weniger, meine Mates, aber ich hätte das auch carryen können. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war es jetzt mit dem Video erstmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und, oh, Yeton ist on. Nice. Ja, schreibt gerne in den Kommentaren, was für ein Video ihr euch als nächstes wünscht. Heute gibt es einen Stream um circa, ich schätze, 14, 15 Uhr. Seid auf jeden Fall am Start. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao, ciao.